Jo Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal 4 Low Limits. Es ist der 24. Und ich sag euch einfach heute mal 5 Dinge, die ich checke, bevor ich Motorrad fahre. Wenn ich Moped fahre, oh, das wäre auf jeden Fall beschissen geendet. Die habe ich nicht gesehen. Punkt Nummer 1, den ich immer checke, bevor ich Motorrad fahre, ist, ob meine Kettenspannung in Ordnung ist. Meistens schiebe ich einfach meinen Fuß so an die Kette dran und hebe die einmal mit meinem Fuß hoch und kann dann ungefähr abschätzen, okay, Kettenspannung ist noch in Ordnung oder nicht in Ordnung. Das prüfe ich halt immer relativ flott, weil das ist super simpel und dauert auch nicht lang. Punkt Nummer 2 ist, ich prüfe, wie geschmiert meine Kette noch ist. Wenn die Kettenglieder in der Mitte silbern sind, dann ist die Kette eigentlich nicht gut geschmiert und dementsprechend muss ich die dann nochmal fetten, bevor ich fahre. Punkt Nummer 3 ist, ich check immer, ob mein Helm voll geladen ist oder nicht. Je nachdem, wenn ich jetzt das Sehner habe, gucke ich immer, ob das Sehner voll geladen ist oder ich gucke, ob das Shockwave voll geladen ist. Dementsprechend gucke ich mir das halt immer an. Weil wir hatten schon häufiger die Situation, da habe ich auch daraus gelernt, wenn wir dann vloggen wollten oder wenn wir generell einfach zusammen fahren wollten, dass der Akku vom Sehner leer war. Und das ist immer kacke, weil dann fährst du so stumm neben deinen Kollegen und das nervt immer extremst. Deswegen immer checken, ob der Akku voll ist. Hey, was geht? Punkt Nummer 4, was ich immer checke, ist mein Reifen. Ob es jetzt die Profiltiefe ist oder ob da irgendwas noch drin steckt. Ich meine, wenn du Pech hast, steckt da was drin und du merkst nicht mal, dass die Luft rausgeht. Das ist immer scheiße. Aber allgemein halt einmal so ein bisschen Reifen gucken, ob der schon Sägezähne hat oder nicht. Volle Bremskraft hier. Immer abchecken, ob eure Reifen noch gut sind. Forever young, I wanna be forever young. Ah, fancy, Alter. Macht jetzt wahrscheinlich direkt wieder ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Alles gut, ne? Danke gleichfalls. Schöne Feiertage. Und Punkt Nummer 5, den wahrscheinlich viele von euch nachvollziehen können, den ihr auch checkt, ist einfach das Wetter. Ich gucke immer, bevor ich Moped fahre, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, gucke ich halt immer, wie das Wetter laut Wetter-App werden soll, beziehungsweise eventuell halt auch, wie warm es wird, wie kalt es wird, ob es regnen soll, all das. Ja, ich wünsche euch eine übelst geile Weihnachtszeit. Also ich meine, heute ist eh der 24. so, ihr seht das am 25. Aber dann wünsche ich euch noch mal ein paar schöne Weihnachtstage. Und wir sehen uns zwar safe noch vorher, aber einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ride safe. Haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.